Der Gastgeber Preußen Münster in den blauen Trikots, von links nach rechts. Beide Mannschaften in Bestbesetzung und gute Kulisse, 8000 Zuschauer im Stadion. Ulrich Gehr, der Mannschaftskapitän der Preußen. Kein Abseits auf Jürgen Koop. Der in die Mitte und Guido Fleige verpasst, da hätte er besser einen Kopfball angesetzt. Beide Teams, man merkte es, dass viel auf dem Spiel stand, zu Anfang mit viel Nervosität und Fehlpässen. Ridder, der Bielefelder Libero, er schaltete sich oft ins Angriffsspiel seiner Mannschaft ein, auf Frank Geidek, der erreicht diesen Ball noch. Meric Javuz und dann wieder Ridder, aber genau in die Arme von Dirk Winter. Preußen Münster hatte in der Anfangsphase mehr vom Spiel, die flüssigeren Kombinationen bei der Preußen-Mannschaft. Wieder Uli Gehr, er war heute fast überall zu finden. Da bleibt er am Ball, auf Jürgen Kopp und der knapp am Tor vorbei. Keine Gefahr für Torwart Wolfgang Kneipp im Tor der Arminia. Die Bielefelder überließen dem Gastgeber das Mittelfeld. Und die Münsteraner kamen immer wieder gefährlich vors Tor. Jürgen Knopp und der knapp am Tor vorbei, das hätte eigentlich der Führungstreffer sein müssen. Aber der Mittelstürmer der Preußen vielleicht etwas zu überhastet. Die Szene sehen wir gleich nochmals in der verlangsamten Wiederholung. Hier der Schütze, da kommt die Zeitlupenwiederholung. Ein schöner Doppelpass, Uli Gehr war da wieder mitbeteiligt. Dann ein langer Pass genau in den Lauf von Koop. Kneipp kommt nicht aus dem Tor, er bleibt auf der Torlinie und da fehlte wirklich nicht sehr viel. Dann Guido Fleige, er war heute einer der Fleißigen bei den Preußen. Bei ihm sein Gegenspieler Dirk Kondering, da lässt er ihn auflaufen. Es gibt Freistoß, Dirk Bremser. Und er sieht, dass er Kneipp in der anderen Ecke steht, gut gemacht, aber leider nur das Außennetz. Wir sehen auch diese Szene nochmals in der Wiederholung. Mit dem Außenriss geschossen, der Ball hatte Effekt und da fehlten wirklich nur Zentimeter. Die Gäste aus Bielefeld zählten im Angriff. Meric Javuz, der Spielmacher, auf Andreas Ridder und er versuchte es wenigstens einmal, aber wieder genau in die Arme von Dirk Winter. Kurz vor der Pause die letzte Möglichkeit für Preußen Münster. Guido Fleige gegen Frank Geidek. Da scheint der Ball schon verloren. Jürgen Knopp erkämpft sich das Leder und dann wird er von Geidek, der den Ball vertändelt hatte, gefoult, Freistoß. Jürgen Knopp über die Mauer, aber Kneipp stand genau richtig. Zur Halbzeit ein enttäuschendes 0:0, vieles hatten beide Mannschaften nicht geboten, es konnte eigentlich nur noch besser werden. Die Arminia, jetzt mit mir Drucktrainer Ernst Mittendorf, scheint in der Kabine deutliche Worte gesagt zu haben. Knauer klärt hier zur Ecke. Roland Kopp und wieder Unsicherheiten in der Hintermannschaft von Münster. Da wurde der Torhüter gleich zweimal von seinen Leuten behindert. Aber der Kopfball des Arminia-Spielers am Tor vorbei. Bielefeld dann immer wieder mit dem Versuch einer Abseitsfalle. Silberbach auf Knauer. Da wird er nicht konsequent genug angegriffen. Und da fehlte auch nicht viel. Der Ball etwa einen Meter am Tor vorbei. Die Gäste aus Bielefeld wurden Mitte der zweiten Halbzeit immer stärker. Nun klappten auch die Pässe, das Zusammenspiel. Meric Javuz mit einem weiten Pass. Der Ball kommt zu Manfred Lonnemann. Dirk Kopp, da setzt er sich durch. Und Dirk Winter mit einer guten Parade. Die Situation aber noch nicht bereinigt. Jörg Bode und dann klärt Stech zur Ecke. Jamus wird sie hereintreten und wieder Unsicherheiten bei Dirk Winter, aber Bielefeld setzte sich in der Hälfte von Münster fest, die Situation auch hier noch nicht bereinigt. Dann ein Foul von Koop, Schiedsrichter Krug mit guter Übersicht, er leitete souverän. Der Ball kommt zu Westerwinder. In der Mitte steht Dirk Kondering und es steht 1:0 für Bielefeld in der 57. Minute und dies noch nicht einmal unverdient. Dann wechselte Münster aus, Pickenecker kam für Bennett, ein neuer Angreifer. Dirk Bremser mit der Nummer 2, auch er oft im Angriff. Kneipp und dann Uli Gehr, aber auch er scheitert am Tor vorbei.
Wenig später Ecke, Münster drängte natürlich auf den Ausgleich. Dann Kondering mit einem groben Foul. Er hatte bereits die gelbe Karte gesehen im ersten Durchgang. Und da gab es auch kein Zögern. Er musste 10 Minuten das Feld verlassen. Zeitstrafe und den Rest der Begegnung Bielefeld mit nur 10 Spielern. Die letzte Situation, Thomas Knauer am Tor vorbei. Dies war die letzte Möglichkeit. Bielefeld gewinnt 1:0 in einer mittelmäßigen Oberliga-Begegnung und damit zurück zu Jürgen.